Hallo, das ist ein Comeback. Gut, ich war lange am Überlegen, ob ich dieses Video überhaupt drehen soll, weil es geht um ein ungesundes Thema. Und ja, ich dachte mir, vielleicht habe ich inzwischen durch meinen Bekanntheitsgrad schon so etwas wie eine Vorbildsfunktion. Ah, ich bin eingebildet, oder? Schrecklich. Nein, ich denke mal, so schlimm ist es vielleicht doch noch nicht. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, liebe Pfeifenfreunde auf YouTube, liebe Pfeifenraucher-Community. Ich habe schon einmal auf einem zweiten Kanal Videos hochgeladen gehabt über das Pfeifenrauchen. Ab und zu rauche ich eine Pfeife und ja, wenn ich eine Pfeife rauche, genieße ich sie auch. Und ja, dann möchte ich mich einfach nochmal kurz vorstellen. Also, was für Fragen schwirren euch jetzt wahrscheinlich im Kopf rum? Also, zur Diskussion um die Form von Pfeifen. Ich kann mit dem modernen Quatsch nicht so viel anfangen. Nicht, dass ich mich jetzt darum streiten möchte, welche Form wer haben möchte. Aber ich bevorzuge eher die klassische Variante. Eine schöne, schlichte Pfeife. Gut, und dann zu dem Geschmack. Ich gehöre der eher naturnahen Richtung an. Wie ihr sagt, naturbelassener Tabak gibt's ja nicht mehr. Okay, also ich bin eher einer von den naturnahen Tabakrauchern und ja, ich rauche gern einen Virginia oder einen englischen Tabak. Ja, das ist, irgendwann hat sich das so einfach herausgestellt. Gut, da hatte ich Glück, dass ich irgendwann durch einen Virginia sozusagen nochmal aufs Pfeiferauchen aufmerksam geworden bin, nachdem ich eigentlich mit Aromaten gestartet bin und dann die Pfeife ziemlich schnell außer Hand gelegt habe, weil es irgendwie nicht so geworden ist. Und dann hatte ich irgendwann nochmal einen Virginia und da dachte ich, ach, probierst du es nochmal. Da bin ich dann halt nochmal zum Tabakhändler gefahren und da ist mir dieser englische Tabak in die Hände gefallen. Der kleine Star im Internet. Über den möchte ich jetzt aber gar nicht so viel reden, weil der kommt vielleicht im nächsten Video einfach mal dran. Kleines Tabak-Review für euch. Okay. Also, ich bevorzuge Virginias und Latakia-Mischungen. Ja, Latakia, das harte Zeug für echte Männer. Nein, natürlich, ich habe nichts gegen Aromatenraucher. Warum sollte ich auch? Also, ist ja alles Geschmackssache und überhaupt. Wie gesagt, ich denke sowieso, es geht da sehr viel um Geschmack. Gut. Was wollte ich sonst noch sagen? Ja, wenn es jemanden interessiert, so ein harter Kerl bin ich dann doch nicht. Ich bin schon ein Filterraucher. Ich habe einfach für mich festgestellt, dass es mir mit Filter besser schmeckt. Okay. Was wollte ich dann noch sagen? Okay. Ja, vielleicht noch 4 Leute loben, die ich aus der Tabak-Community kennengelernt habe schon auf YouTube und ja, dann einfach mal 4 Namen nennen, die ich jetzt auch gleich zu meinen Abonnenten hinzufügen werde, auf meinen Hauptkanal also jetzt und meinen jetzigen einzigen Kanal also, weil ich ja den anderen gelöscht habe. Und da hätten wir natürlich erstmal Rally Grufti und Dieter Niermann, die beiden Pfeifengurus überhaupt auf YouTube. Zumindest war das ungefähr vor 2 Jahren so, dass man gesagt hat, an diesen beiden Leuten kommt man nicht vorbei. Die sollte man auf YouTube abonnieren, wenn man sich für das Thema interessiert. Und ja, dann möchte ich aber noch 2 Namen hinzufügen, um die Liste so für mich komplett zu haben. Das ist einmal der Yogi. Yogi Experience ist sein Nick. Und dann den 3TH Edward. Also gut, das sind so die 4 Kanäle, die
ich ziemlich gut in Erinnerung habe und die ich mir entschieden habe, deswegen jetzt einfach mal zu abonnieren. Und ja, dann, also wie ist das bei mir mit dem Pfeifenrauchen? Weshalb habe ich überhaupt lange darüber nachgedacht, ob ich ein Video hochlade? Also ich rauche nicht regelmäßig Pfeife, ich rauche sehr unregelmäßig. Und das heißt im Grunde genommen, dass ich vor einem halben Jahr ungefähr die letzte Pfeife geraucht habe. Ich rauche meistens dann Pfeife, wenn es draußen kalt ist. Schön ist es, wenn Schnee gefallen ist. Aber es darf auch nicht zu kalt sein, habe ich gemerkt, weil dann zittert man und es fällt einem die Pfeife aufs Sahn. Okay, war ein kleiner Scherz, aber gut. Nee, das sollte es halt auch nicht sein. Und sonst, aber es sollte schon kühler sein zurzeit. Es hat die letzten Tage ein bisschen geregnet, darum war ich am Überlegen, eine Pfeife in die Hand zu nehmen. Hab's aber doch noch nicht gemacht. Wollte das eigentlich heute machen, aber heute ist schon wieder so warm. Naja, ich überlege es mir mal. Vielleicht die Tage. Wie gesagt, ich rauche sehr unregelmäßig. Und es fällt mir manchmal auch schwierig, die Pfeife in die Hand zu nehmen. Ich bin da vielleicht wirklich, also zumindest in meinem Bekanntenkreis bin ich da wirklich ein Unikat. Ich bin einer von den ganz wenigen Leuten, die es tatsächlich schaffen, Gelegenheitsraucher zu sein und die nicht davon süchtig geworden sind. Ich kenne eigentlich außer mir keinen. Das ist ziemlich traurig, also zumindest finde ich das. Und darum natürlich, ja, ich möchte eigentlich nicht, dass irgendjemand wegen mir anfängt, Pfeife zu rauchen. Und darum war ich sehr lange am Überlegen, ob ich überhaupt dieses Video machen soll. Oder ob ich es lieber sein lassen soll. Wie gesagt, es ist kein gesundes Hobby. Das kann ich gleich dazu sagen. Ja gut, bei mir, weil ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es fällt mir schwierig, manchmal eine Pfeife in den Mund zu nehmen, weil ich weiß, wenn ich eine Pfeife geraucht habe, danach ungefähr eine Woche lang schmeckt mir mein Essen nicht mehr. Und ich bin schon ein ziemlicher Genussmensch. Und das ist irgendwo auch ein Grund, Pfeife zu rauchen. Aber auf der anderen Seite dann auch immer wieder so, ja, man muss das gegeneinander abwiegen, ob es einem dann das wirklich in diesem Moment wert ist. Und ja, das ist so für mich immer so diese kleine Frage, die sich noch nie ganz geklärt hat. Ja, und ich krieg einen leichten Husten manchmal oder so, nachdem ich geraucht habe, dass ich Halsschmerzen habe oder so. Auch etwa für eine Woche. Oder dass ich manchmal sogar schon fast voraussagen kann, wenn ich rauche, werde ich eine Woche erkältet sein. Aber gut, das ist noch eine andere Sache. Aber was mich wirklich richtig schlimm aufregt, ist das mit dem Essen, dass mir mein Essen dann nicht mehr schmeckt. Das ist für mich so ziemlich das Schlimmste am Rauchen. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich nicht süchtig geworden bin und so. Viele Leute in meinem Freundeskreis diskutieren wirklich darüber, wie ich das geschafft habe. Und alle sind so neidisch. Darum, also, fangt wegen mir nicht mit dem Rauchen an. Ja, Pfeife rauchen jetzt was Besseres ist als Zigarette rauchen, ist vielleicht auch Geschmackssache. Vielleicht, das ist vielleicht noch am ehesten das, was ich mir vielleicht wünschen könnte, wenn ich da überhaupt irgendwie so eine Ambition hätte in die Richtung, dass vielleicht ein Zigarettenraucher mal das Pfeifenrauchen probiert. Weil ich kenne zum Beispiel ein paar Personen, die sich durch das Pfeife rauchen anzufangen, sich das Zigarette rauchen das Zigarette rauchen abgewöhnt haben und dann
dadurch letztendlich sich sogar am Ende das Rauchen komplett abgewöhnt haben. Aber es ist natürlich auf keinen Fall ein Tipp zum Nachmachen. Ich glaube, das funktioniert nicht bei jedem. Das besteht einfach darin, man muss die Pfeifen immer ziemlich pflegen, bevor man raucht und auch nachdem man raucht. Und dieser Person war das einfach am Ende zu viel. Ja gut, aus diesem Grund rauche ich ab und zu auch gerne eine gute Zigarre, aber gut. Ja, Zigarren sind nicht so wirklich mein Geschmack. Da ist es dann auch eher Bequemlichkeit in der Hinsicht. Zumindest so, was ich bisher weiß. Natürlich, wenn man so wenig raucht wie ich. Ich komme ungefähr mit dieser Packung ein Jahr hin. Früher, als ich noch mehr geraucht habe, das sind 100 Gramm von meinem Lieblingstabak. Ja gut, dieser hier ist jetzt bestimmt noch älter. Ich will gar nicht gucken, wie sich der Preis erhöht hat. Naja, wahrscheinlich heftig, weil ich so wenig und selten rauche und sich die Tabaksteuer andauernd so viel erhöht. Also gut, das soll jetzt meine erste Vorstellung gewesen sein. Ich werde mal gucken, wann ich das nächste Video hochlade zum Thema. Ich denke mal, das nächste Thema wird über den englischen Star sein, der im Internet ja auch ein Star ist und richtig hoch gelobt wird. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich den deswegen gekauft habe, weil der im Internet so hoch gelobt wird, oder ob ich das erst, nachdem ich den gekauft habe, so mich versucht habe, darüber zu informieren und dass ich es dann erst erfahren habe. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber gut. Das ist ja auch egal. In diesem Sinne, wenn ihr eine Pfeifenraucher seid, genießt euer Pfeifchen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.